Freche Fragen an Pflegekräfte. Was war der schönste Moment? Das kann ich nicht so genau sagen. Ich denke, dass es, ich bin ja nun viele Jahre im Beruf und da hat es viele schöne Momente gegeben, wenn wir Patienten wirklich gut helfen konnten und lange Behandlungen gemacht haben und man dann gesehen hat, es ist ganz toll geworden, da ist man irgendwie mit glücklich. Der schönste Moment in meinem Berufsleben. Wir hatten eine lange andauernde Patientin mit da, also die lag auch über längeren Zeitraum, ich glaube 1,5 Jahre waren das tatsächlich. Und es war sehr schön zu sehen, wie die Patientin dann nach der langen Zeit gesund eigentlich wieder zu ihrer Familie gehen konnte. Das hat mich eigentlich schon sehr glücklich gemacht. Positiv. Ja, es ist halt wirklich, wenn man den Menschen was Gutes tun kann, neue Hoffnung geben, Wundheilung mit ranbringen konnten und gute Momente, auch gute Gespräche. Also teilweise haben wir auch außerhalb der Wundversorgung Gespräche, die halt einfach die Patienten mal ablenken von den eigentlichen Sachen. Und das macht ein gutes Gefühl. Also dann weiß man, dass man gebraucht wird. Das Schönste. Das ist eigentlich immer, wenn die Patienten sich freuen, weil ich oftmals auch privat einkaufen gehe, den Patienten was mitbringe. Gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, da war neulich erst eine Patientin, die sich so extrem über grüne Brause gefreut hat und das ist dann halt immer das Herzliche. Also die schönsten Momente sind für mich eigentlich, wenn die Patienten sagen, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe und dass sie sich gefreut haben, dass sie meine Patienten sein durften. Da gibt es zwei. Einmal privater Seite, da habe ich meine Frau kennengelernt in der Berufsschule vor 20 Jahren. Und das andere war jetzt, dass ich Stationsleitung geworden bin, dass man erkannt hat, dass ich das kann. Und das war auch ein schöner Augenblick.